when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Hi Leute, hier ist wieder John Klar mit einem neuen Video für euch. Und heute geht es darum, den dritten Teil, werde autark. Werde autark heißt, werde unabhängig, sei frei von Beeinflussung von außen und versuche einfach alles von dir selbst aus und aus dir selbst heraus zu tun und mach dich unabhängig von Zwängen. Und das geht zum Beispiel, indem man Geld aus der Rechnung rauslässt, so gut es geht, oder auch indem man halt ja eben möglichst viel Essen selbst anbaut. Dazu kann man zum Beispiel einen Parkplatz mieten oder irgendein Grundstück pachten. Man kann auch Guerilla-Aussaat machen irgendwo in seiner Umgebung, einfach überall, wo es klappt. Man kann sich auch ein Grundstück kaufen, wenn man das Geld dazu hat. Ne? Vielleicht erbt man ja auch was. Man sollte niemals ein Grundstück verkaufen, was man erbt. Das heißt, man kauft sich dafür ein anderes Grundstück. Das wäre nicht schlau. Naja, jedenfalls, man kann Wildwuchs ernten, alle möglichen Beeren und Heilkräuter findet man. Ja, medizinisch kann man sich unabhängig machen, zum Beispiel indem man körperliche Übungen macht, wie Yoga, geistige Übungen macht, indem man sich innerlich gesund hält, seine Psyche bearbeitet und dabei sich nicht nur auf Psychologen verlässt, sondern einfach auch selber sich überlegt, was man tun kann für seine Gesundheit. Man kann Homöopathie anwenden, auch selbst, zum Beispiel mit Eigenblut. Wenn ihr zum Beispiel mal zufällig blutet, hebt doch einfach ein bisschen Blut auf und verdünnt es mit Wasser und verdünnt es immer mehr, bis es halt fast nicht mehr vorhanden ist im Wasser, und das könnt ihr dann trinken oder tropfenweise. Hallo. Oder tropfenweise zu euch nehmen. Ja, ihr könnt auch Eigenurin nehmen, ne, auch wiederum verdünnt, homöopathisch. Ja, manchmal nimmt man einen Tropfen aus dem Urin, tut ihn in einen Liter Wasser, tut den dann wieder, davon dann wieder, wenn das geschüttelt ist, einen Tropfen nehmen und tut den wieder in einen Liter Wasser und so weiter. Das macht man 100 Mal, dann hat man homöopathische Dosis erreicht. Ja, man kann auch diverse Gifte auf diese Art und Weise quasi entschlüsseln und das Gegenmittel daraus herstellen, homöopathisch gesehen, ne, indem man sie halt in Wasser auflöst und verdünnt und noch mehr verdünnt und noch mehr verdünnt, bis es nicht mehr schädlich ist. Ja. Und man kann natürlich auch kolloidales Gold, Silber oder Platin zu sich nehmen, gesundheitstechnisch. MMS ist auch eine große Hilfe, Natriumhyperchlorid, das kann man zum Beispiel zu sich nehmen, um sich selber wie mit Antibiotika zu heilen. Das heilt sogar Malaria. Ich werde euch einige Links dazu in die Beschreibung tun, da findet ihr auch einiges, was euch da weiterbringt. Ihr könnt effektive Mikroorganismen anwenden, das könnt ihr in der Apotheke kaufen zum Beispiel und euch damit eben selbst behandeln. Ihr könnt mit EM auch euren ganzen Raum einsprühen, wenn ihr das mit Wasser vermischt, denn diese Milchsäurebakterien vertreiben sozusagen alle negativen Bakterien und somit haltet ihr eure Räume hygienisch. Das geht sogar so weit, dass das in manchen Krankenhäusern angewendet wird in Japan, und zwar als Desinfektionsmittel. Die brauchen dann keine Chemie mehr, sondern nur noch EM. Ja, ihr könnt Seife selbst herstellen, Wolle selbst spinnen, reinigen und spinnen, Öle kann man selbst herstellen, Gemüse kann man einmachen, Marmelade. Oder was ich auch gemacht habe, was lecker ist, ist Chutney. Ja, einfach aus den ganzen Äpfeln mit ein paar Mangos und den richtigen Gewürzen Chutney kochen in großen Mengen. Und dann habe ich das in diese True Fruits Gläser eingekocht. Und
Das hat auch den ganzen Winter gehalten und das Gute ist, man kocht nur einmal und kann dann den ganzen Winter davon essen. Ja, dann hole ich mir auch säckeweise Reis und Getreide, weil es in der großen Menge günstiger ist und auch gleichzeitig hat man immer einen Vorrat da im Notfall und kann bei Vollkornreis und Getreide natürlich das auch selbst irgendwie wieder einpflanzen, wenn ein Notfall eintritt, um dann im nächsten Jahr das ernten zu können oder Ende des Jahres das ernten zu können, damit man eben auch überlebt, falls es Krieg gibt oder falls irgendetwas passiert, was ja, ja heutzutage nicht unbedingt ausgeschlossen ist. Ja, dann kann man zum Beispiel tauschen, statt Geld zu verwenden, möglichst das Geld eben aus der Rechnung rauslassen, überhaupt gar kein Geld verwenden, sondern einfach direkt mit den Menschen in den Austausch gehen, fragen, was braucht ihr, was kann ich euch geben, was könnt ihr mir geben. Ja, was wir dazu im Prinzip wieder bräuchten, sind solche Things oder Meetings, ne, wo Menschen einfach zusammenkommen, ja, und sich unterhalten darüber, was gegenseitig gebraucht wird und dann versuchen eben, sich dann gegenseitig da weiterzuhelfen, weil jeder hat irgendwas, was er selber herstellen kann oder machen kann oder was er im Überfluss hat und das kann er wieder mit anderen tauschen. Ja, dann mobiles Wohnen ist auch eine Option, die man immer wieder hat. Zum Beispiel, ihr könnt euch ein Zelt holen, zieht durch die Gegend, aber was vielleicht noch bequemer ist, ist halt ein Wohnwagen oder eben sogar ein eigenes Heim, ein mobiles Heim von der Firma Wohnwagon. Da ist alles drin, was man so braucht. Link tue ich euch auch in die Beschreibung, falls ihr das noch nicht kennt. Ist sehr interessant und gut, was die machen. Ja, und auch moderat, man kann da auch mithelfen, um den Preis ein bisschen zu senken. Und ja, dann kann man da eben unabhängig wohnen, ohne ein Haus zu haben. Man kann durch die Gegend ziehen damit und so weiter. Ja, dann kann man auch arbeiten, obwohl man obdachlos ist. Das habe ich selbst schon gemacht. Zum Beispiel in England habe ich gearbeitet und so weiter. Und das funktioniert auch ganz gut. Und man kommt auch gut damit zurecht. Also besser als man glaubt, selbst wenn die Duschen irgendwo sind, ja, wenn die Duschen irgendwo anders sind, wenn man nur ein Zelt hat oder so, das funktioniert alles. Man muss es halt nur wollen und man muss sich halt im Kopf frei machen. Ja, und je nachdem, was für ein Mensch man ist, ob man jetzt eine Familie hat oder nicht, sind natürlich unterschiedliche Lösungen machbar. Ja? Aber jeder kann das tun. Jeder kann einen Teil dazu beitragen, selbst freier zu werden. Und wenn man selbst frei ist und unabhängig ist, dann hat man auch mehr Stärke darin, andere zu bekräftigen, sich unabhängig zu machen und kann größeren Widerstand gegenüber zu harten, festen Strukturen leisten und entsprechend eben auch dazu beitragen, dass die gesamte Menschheit ein Stück freier wird. Ja, und natürlich hilft dabei, wie immer, freies Denken. Man sollte sich frei machen von festgefahrenen Konzepten, die man in seinem eigenen Kopf hat. Denn das ist eben die Krux. Wenn man sich zu sehr an materiellen Dingen festhält oder an bestimmten Erwartungen, die man an sein Leben hat, dann ist man ganz schnell gefangen dadurch. Und zwar in sich selbst. Und das Letzte, was ich noch sagen will, ist halt die Gemeinschaften, die es gibt. Also es gibt auf der ganzen Welt mittlerweile Gemeinschaften, die entsprechend sich auch von der Gesellschaft, wie von der Normengesellschaft abgesetzt haben, die versucht haben, in Richtung Autarkie zu gehen. Manche sind auch voll autark, die stellen ihren eigenen Strom her, haben ihr eigenes Wasser, haben ihr eigenes Essen, handeln mit der Außenwelt, aber brauchen eben den Handel nicht unbedingt, um zu überleben. Und das ist, denke ich mal, wichtig, weil man nämlich dann einfach schon mal grundsätzlich frei ist, um seine Meinung zu äußern und immer zu sagen, was in einem vorgeht, anstatt sich eben zu verstellen und verdrehen zu lassen von irgendwelchen Satanisten oder der Mafia oder irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen. Und das ist eben von großem Vorteil, gerade in der heutigen Zeit. Ja, heute ist nur ein kurzes Video. Ich würde mich freuen über alle Kommentare und alle Anregungen für die Zukunft.
bitte schaut öfter mal rein und abonniert meinen Kanal und ja, alles Gute und viel Spaß.